Hallo zusammen, wir fertigen heute so eine Lehre. Diese Lehre ist für den Geländerbau gedacht, damit man die gängigen 42,4 mm Rohre horizontal an ein senkrechtes Rohr anflanschen kann und dafür wird diese Rundung benötigt. Das Rohr wird hier eingelegt und dann wird die Kontur so abgefahren und so übertragen. Das gleiche gilt für die 33 mm Rohre. Dabei kann von 33 auf 33 übertragen werden oder von 33 auf 42 mm. Die Lehre selbst hat leider einen Designfehler, aber die Fertigung und die Konstruktion ist einfach super gelaufen. Deswegen habe ich mich entschlossen, trotzdem ein Video draus zu machen. Und los geht's. Es kommt nur dieses eine Werkzeug zum Einsatz. Ein Torusfräser 6 mm mit einem Radius von 1 mm. Das Bauteil wird am Laser ausgerichtet und fest angedrückt. Nachdem X, Y, Z definiert wurde, kann es auch schon losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Man kann sehen, dass die Späne nicht geschmolzen sind, also sind die Schnittdaten sehr, sehr gut. So sieht das Stück fertig aus und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Kommen wir zu dem gegenüberliegenden bzw. zweiten Teil. Da aber nichts Neues dabei ist, überspringen wir das einfach. So sieht das Ganze nach dem Fräsen aus. Und so sieht die Oberfläche aus, wenn man die mit dem Bunsenbrenner ganz leicht anflammt. Beim Anfasen habe ich leider eine kleine Schramme reingemacht. Und die zwei Passstifte sorgen für einen sicheren Halt. Kommen wir zum erwähnten Designfehler. Die zwei Stücke passen perfekt ineinander, also da bin ich sehr zufrieden. Die
Materialstärke stört einfach einen dabei, das sauber abzuzeichnen. Kein Stift ist so dünn, dass man da reinkommen würde. Man bräuchte etwas sehr, sehr Dünnes, ein Edelstahlblech oder ähnliches. Ja, und der zweite Fehler ist geradezu lächerlich. Ich hätte das gleiche Stück nicht zweimal fräsen dürfen, sondern wirklich das spiegelverkehrte Stück und deswegen passen die seitlichen Teile nicht. Wirklich ärgerlich, denn das ist wirklich ein Leichtsinnsfehler. Wenn ihr aber trotzdem wissen wollt, wie das in Fusion gemacht wird, müsst ihr einfach nur dranbleiben. Bis gleich. Okay, starten wir jetzt einfach mal mit der Konstruktion. Ich muss sagen, das Ding war verdammt schnell gezeichnet, also es war wirklich nichts Wildes. Hier eine kleine Skizze. Ich habe mich für das Maß 90-90 entschieden. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass es einfach so ein Reststück war und dass es ganz gut gepasst hat. Hier kann man die Maße sehen. Ich habe immer so ein Zehntel dazu gemacht. Also 42,4 ist ja normal und hier kann man sehen 42,5. Das war der Grundkörper. Dann habe ich gleich das Gegenstück dazu erzeugt. Dann eine weitere Skizze. Und zwar gucke ich jetzt einfach von vorne drauf und habe das Ganze einfach hinein extrudiert. Und das ist ja jetzt diese Kurve, die ich, naja, eigentlich abzeichnen wollte. So, dann runde ich noch ein bisschen und zwar, ich blende mal oben aus, runde ich das hier mit 0,5 mm. Wir lassen es ausgeblendet. Dann kann man hier sehen, habe ich schon mal so ein Rohr hinzugefügt, weil ich mir das auch einfach alles vorstellen wollte. Passt es soweit? Das habe ich tatsächlich nicht für das YouTube-Video gemacht, sondern das habe ich tatsächlich auch so in der Konstruktion schon gemacht. Dann habe ich das auch so drüber gelegt und geguckt, aha, könnte man das so wirklich abzeichnen. So, dann habe ich den gleichen Körper einfach dupliziert. Eine neue Skizze gemacht und zwar um, man kann es schon lesen, Basis-Cut, also um das 42er so ausschneiden zu können. Und das habe ich dann gemacht mit dieser Operation hier. Und damit habe ich es einfach zugeschnitten, um es mir auch so besser vorstellen zu können. So, wir blenden das wieder aus. Eine neue Skizze, diesmal von der Seite. Jetzt kann man wieder sehen, ein Zehntel dazu und das gleiche wie beim 42er, also hinein extrudiert, gesundet, dann einen neuen Körper, dieses Mal 33 Basis, wieder dupliziert, eine Skizze, um das hier schneiden zu können und das sieht dann so aus. Hier kann man sehen, das ist die 42er Sundung und das ist die 33er Sundung. Dann wird das Ganze noch gesundet, sowohl innen als auch außen. Eine neue Skizze, ich muss zugeben, achso, das sind die Bohrlöcher, genau, 70, 60, hinein extrudiert. Eine neue Skizze, aber ich muss zugeben, ich weiß gerade selber nicht, was das ist. Achso, genau, zu der Skizze kommen wir später, weil wir brauchen das für die 3D-Bearbeitung. Genauso wie diese Skizze hier. Auch das benötigen wir für die 3D-Bearbeitung. Dann runde ich es wieder, auch wieder von unten. Und so war es die ganze Zeit. Was ich hätte machen sollen, ich gebe zu, das habe ich erst jetzt im Anschluss gemacht, nach dem Fräsen, war das so umzulegen. Hätte ich das gleich gemacht, wäre es mir auch aufgefallen, dass die 42er Sorten sich gegenüberstehen. Und nicht zweimal hier an der Seite sind. Aber naja, man muss ja auch irgendwo noch dazu lernen. Okay, das war es tatsächlich schon. Deswegen gehen wir jetzt in die Fertigung. Ich blende jetzt einfach mal den Körper oben aus. Auch das Modell. Denn wir arbeiten nur mit einem Modell. So, ich habe ein Setup erstellt mit dem Nullpunkt da unten.
Ich glaube, ich blende das jetzt einfach mal alles ein. Ich klicke die ganzen Reiter durch. Aber ich glaube, das ist ja auch irgendwo, so sind so Basics. Hat man wahrscheinlich schon sehr oft überall gesehen. So. Ich borse hier viermal. Ich zeige das gerade mal. Ich habe einen Fake-Borser, muss ich zugeben. Denn mit einem Torsus-Fräser kann man nicht bohren. Deswegen nehme ich hier einfach so einen Borser, 5 mm, ist ja egal. Das sind die Schnittdaten. Und die habe ich nicht verändert. Also das sind die echten Schnittdaten. Nur lasse ich einfach meinen Torsus-Fräser drin und rufe dann das hier auf und lasse es dann abfahren. Als Geometrie wähle ich einfach das hier aus. Ich glaube, hier habe ich nichts verändert, genau. Das sind, meine ich, auch so Standardwerte. Und das hier ist interessant. Die Einstechtiefe und die minimale Einstechtiefe. Und ich muss zugeben, ich glaube, das benutze ich immer. Voller Rückzug. Egal ob in Alu oder in Kunststoff. Und dann kann er oben kurz abkühlen. Und dann überhitzt das Ganze auch nicht so und schmiert auch nicht so. Das sind wirklich gute Schnittdaten. Ich bin sehr zufrieden. Bisschen langsam, aber dafür funktioniert es. Wie gesagt, hier steht zwar 5 mm Borse, aber das mache ich einfach mit meinem Torsusfräser. Als nächstes plane ich. Und das ist auch dieser Torsusfräser. Hier kann man sehen, der ist sehr lang, hat einen Freischliff. Den habe ich von eBay. Also irgendwer hat den auf eBay angeboten und da habe ich zugeschlagen. Ein 6 mm Torsusfräser mit einem Radius von 1 mm. Als Geometrie habe ich einfach nichts ausgewählt, weil dann nimmt er ja automatisch das Rohteil. Höhe sage ich Rohteil Oberkante bis Modelloberkante plus lassen wir noch 2 Zehntel stehen. Ja, hier kann man ja die Schnittdaten sehen, für die es vielleicht nachmachen möchten. Und ich meine, das hier sind normale, also die Standardwerte, da habe ich nichts verändert. Das sieht dann so aus. So, dann folgt die erste Schrubboperation. Und zwar wieder das gleiche Werkzeug. Hier kann man die Schnittdaten sehen. Als Geometrie habe ich das hier ausgewählt. Als Höhe lasse ich ganz bewusst noch 6 mm stehen. Ich zeige es gleich mal. Ich blende jetzt gerade mal die ganzen Daten. Also das hier mit 1 mm stelle ich zu. Das mache ich aber nur, man könnte viel, viel aggressiver ins Material fahren. Nur ist es so, ich habe ein bisschen Angst, dass es sich von diesem doppelseitigen Klebeband lösen könnte. Und deswegen fahre ich da ganz, ganz langsam und nicht so tief, also mit sehr wenig Zustellung durch. Hat aber nichts mit Material, sondern wirklich nur mit diesem doppelseitigen zu tun. Mit einem Rohteilaufmaß. Hier kann man ja die ganzen Daten sehen, Werte sehen. Ja, hier ein Ausfallradius und so ein Linearabstand, also dass er gerade, ich glaube, 10 mm wegfährt. Und wieder einfach neu eintaucht. 6 mm lasse ich einfach stehen, damit, wenn ich hier sofort auf Endmaß fahren würde, also so, dann wäre das hier sehr dünn. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn das hier sehr dünn ist, dann fängt das ganze Bauteil an, instabil zu werden. Deswegen habe ich gesagt, okay, weil er ja auch hier in der Mitte sehr viel machen muss, lasse ich es erstmal. Also lasse ich hier unten so ein bisschen Material stehen. 6 mm ist ja nicht gerade ein bisschen, aber es ist schon einiges. Und habe dann noch genug Material bzw. Fleisch, um einfach hier oben noch ein bisschen aggressiver durchfahren zu können. Das erste mache ich hier mit dieser Taschenoperation. Und ich meine, genau, das ist eine 3D-Bearbeitung. Ich habe hier, jetzt muss ich selber kurz überlegen, genau, das hier als Geometrie ausgewählt. Ich klicke einfach mal die Reiter durch. Also hier ein Rohteilaufmaß, eine Zustellung von, wo ist denn, Schub, die, genau 2 mm, also das sind ja die einzelnen Stufen. Genau, und dann tauche ich hier ein. Also ich glaube, da habe ich noch nicht einmal was gemacht. Das sind Standardwerte. Und das sind dann die 2 mm hier, diese Stufen. Ich muss sagen, das waren auch ganz gute Schnittdaten. Ich würde da nichts verbessern. Das war wirklich sehr, sehr gut. Okay, weiter geht's mit der Parallelfunktion. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht ganz so der 3D-Profi. Ich habe mich so ein bisschen rangetastet und Learning by Doing und so lange gespielt, bis es eigentlich funktioniert hat. Ich habe alles möglich probiert, diese Kontur, es hat nichts gebracht.
Es hat nur was gebracht mit dieser Skizze, die ich vorhin angesprochen habe. Und das ist es. Das muss man auswählen. Und dann sieht das so aus. Und so bearbeitet das Ganze dann. Weil ich wollte einfach, dass das aus dieser Richtung macht. Also wirklich hier mit dieser Schale, in dieser Schale hin und her pendelt. Und das ging einfach nicht. Egal, was ich angeklickt habe, da wollte entweder diese Fläche gleich mitmachen oder diese gleich mit. Und manchmal noch die Oberseite bearbeitet. Das wollte ich alles nicht. Deswegen habe ich einfach gesagt, mach das hier. Das hat, wie gesagt, nur mit der projizierten Fläche funktioniert. Okay, die Höhen, die Durchgänge und hier diese Wegfahrbewegungen. Das gleiche nochmal auf der gegenüberliegenden Seite und dann die große Fläche. Auch bei der großen Fläche habe ich das projizieren müssen. Also, ich sag mal diese Fläche. Diese Fläche habe ich dann projizieren müssen. Und ich meine, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, es ist schon ein bisschen länger her, muss ich zugeben, dass ich hier eigentlich... Nee, ich sag, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Also auch da habe ich mich so ein bisschen rangetastet, aber man hat es ja im Video gesehen, es sah sehr, sehr gut aus. Vielleicht hätte man ein bisschen schneller sogar fahren können, aber war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und hier nochmal die Wegfahrbewegungen. Und das sieht dann so aus. So, wir haben ja schon vorgebohrt. Und jetzt machen wir noch hier mit dieser Zirkularfräsenfunktion. Warum mache ich das nicht gleich? Ich hätte ja gleich so eintauchen können. Ich muss sagen, ich habe wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht in Alu oder Kunststoff. Vor allem mit so einem Torsusfräser gleich so einzutauchen. Irgendwie schmiert mir das immer. Ich habe einfach das Gefühl, das staut sich da unten alles. Der Spanabwurf funktioniert nicht so richtig und deswegen mache ich das nicht mehr. Also ich bohre immer vor. Auch wenn es kein echter Bohrer ist, aber ist egal. Ich bohre immer vor und erst dann gehe ich hier mit diesem Zirkularfräsen durch. Hier kann man die Schnittdaten sehen. Auch hier sieht man ja der gleiche Torsusfräser. Wie gesagt, ich habe alles mit einem Fräser gemacht. Die Geometrie ist genau das hier. Das hier sind die Höhen, die Durchgänge und die Wegfahrbewegung. Und das Ganze mache ich dann viermal. Jetzt kann man wieder Plan sehen. Warum mache ich das nochmal? Weil der Fräser bei dieser Funktion, hier kann man es sehen, warum zeigt mir das eigentlich nicht mehr? So, hier kann man sehen, dass er ganz leicht immer oben noch ein bisschen mitbearbeiten möchte. Und dabei kratzt er mir immer so ein bisschen die Oberfläche an. Und ich war der Meinung, man wird das später sehen. Hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich gesagt, beim Planen hier lassen wir noch 2 Zehntel stehen. Und das mache ich mit dieser Funktion hier, bei dieser Funktion, da fahre ich auf 0. Vollständigkeitshalber klicke ich das nochmal durch für alle. Genau, und da nehme ich die 0,2 nochmal weg und dann sind noch diese ganzen Kratzspuren dann weg. Und dann sah die Oberfläche sehr, sehr gut aus. Dann, ich sage jetzt mal, ich mache weiter mit der Außenkontur. Mit dem Offset. Ich fange bei 6 mm an, gemessen von der Unterkante, bis auf 0,4 mm. Das sieht dann, okay, jetzt die Schnellansicht funktioniert gerade nicht. Das sieht dann so aus. Und dann fahre ich das Ganze nochmal ab. Aber diesmal ein bisschen schneller, mit mehr Zustellung. Hier kann man sehen, da lasse ich sogar 0,41, weil ich einfach sage, ich will, dass der Fräser die ganze Zeit die Wand berührt und nicht irgendwelche Rattermarken entstehen können, weil ich noch unten den Boden so ein bisschen anschleife. Deswegen lasse ich noch so ein Hundertstel noch Luft. Genau, hier kann man sehen, hier fahre ich ein bisschen mehr ab, weil da nimmt ja nichts mehr weg, nur noch 0,15 mm von der Seite. Und das sind die An- und Wegfahrbewegungen. Ja, und das war's tatsächlich. Genau so sieht das aus. Bis auf den Designfehler, muss ich sagen, war ich sehr zufrieden. Es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe noch nicht so viel mit 3D gemacht, aber das hier, das war super. Ich glaube, das mache ich wirklich öfter. Ja, ich muss sagen, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao.